Wir gehen mal das Thema Steak an. Was hältst du davon? Mega. Weißt du, wie man ein Steak behandelt? Tatsächlich nicht. Und deswegen habe ich mich bislang auch da nicht dran getraut. Wir haben hier verschiedene Fleischteile. Wir haben hier das Roastbeef, wir haben das Filet und wir haben das Ribeye. Der Rücken, ne? Ribeye ist etwas höher geschnitten, das Roastbeef ist etwas mehr da unten. Ja. Das Filet ist auf der anderen Seite der Rippe. Ja. Okay? Ja. Und vor allen Dingen von einem Metzger und Fleischer aus der Region. Ja. Ja. Denn du musst in der Region stattfinden. Du musst dich hier integrieren, damit die Menschen mit dir reden und dass dadurch auch Gedankenaustausch und Networking stattfindet. Ja. Gut, dann machen wir ein Steak mit einer Jägersoße aus der Pfanne und dazu machen wir einen Sour Cream mit Baked Potato. Okay, legen wir los. Also, als erstes 6 Kartoffeln in Folie einpacken. Ab in den Ofen. Gut, wir nehmen uns mal ein Stück Rinderfilet, okay? Ja. So. Beim Fleisch gibt es grundsätzlich zwei Arten der Zubereitung. Es gibt Fleischsorten, die man schmoren muss. Der Prozess dauert 1 bis 3 Stunden. Und es gibt das Fleisch wie Roastbeef, Rinderfilet, Entrecote, Ribeye. Und das ist Fleisch, was man kurz braten kann und dann kurz gar ziehen lässt und sofort essen kann. Jetzt geben wir die in den Ofen. Nochmal so 5 Minuten. Und dann lassen wir die hier drin ruhen. Ja. Sehr gut. In der Zeit machen wir unsere Sour Cream. Zwiebelwürfel, Knoblauchwürfel. Feingeschnittener Schnittlauch. Und dann wird die Hälfte dieses Käses mit einem Drittel davon zusammengerührt. Frank Rosin hat natürlich bei allen Gerichten im Hinterkopf, dass er es nicht mit einem gelernten Koch zu tun hat. Entsprechend einfach ist die Rezeptur. Gut zusammenrühren. Rühren, 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 rühren. Gut, habt ihr Pilze hier und machen daraus jetzt die Soße. Okay? Ja. Beim Umgang mit Pilzen gibt es ganz bestimmte Regeln. Zum Beispiel, dass man sie niemals mit Wasser reinigt, sondern abbürstet. Ich habe sie also nicht geschnitten, sondern ich habe sie so auseinandergezogen, weil sie natürlich einen Vlies haben. Und dann brechen sie genau am Vlies auseinander. Ein bisschen Butter in der Pfanne zergehen lassen, Pilze, gewürfelte Zwiebeln und Knoblauch dazugeben, anrösten und dann mit Brühe und Rotwein ablöschen und mit Frischkäse verfeinern. Ganz einfach. Mitschreiben schadet aber trotzdem nicht. Frank hat mir in der Richtung eine Hilfestellung gegeben, dass ich mehr Sicherheit in diesem Thema Steak oder auch Kochen während des Betriebs kriege. Ich habe jetzt gesehen, dass es gar nicht so kompliziert und so schwer sein muss, um ein vernünftiges Gericht herzustellen. Das, was mir immer so im Kopf rumgeschwirrt ist. Und welche Kulinarik kommt bei Hagen jetzt geschmacklich besser an? Leck mich am Schöpfli. Sehr geil. Wofür entscheiden wir uns jetzt? Dafür oder hier für deine kulinarische Westernlüge? Das ist keine Lüge hier, also dafür. Dafür, oder? Dafür. Alter, das ist brutal. Und was sagst du, wenn Jacqueline meint, ich weiß nicht? Das ist kein ich weiß nicht. Nee, ne? Das ist kein ich weiß nicht. Kannst du dich da durchsetzen oder kriegst du da mit dem Rohrstock? Den breche ich vorher durch. Gut, alles klar.